Servus an alle. Wie versprochen, jetzt mal das Video zu den CBN-Platten fürs Finishen der Klinge. Hier habe ich mal jetzt so eine Platte, es sind drei Stück, jeweils auf einer Seite eine Körnung. Hier haben wir jetzt, vielleicht könnt ihr das sehen, geht das überhaupt so von der Kamera her? Ah, hier unten. 100 und 200. Fürs Grobe, um den Maschinenschliff wegzukriegen. Ich habe jetzt hier Körnung 100, 200. Dann haben wir hier 400, 600, 800 und 1000 und jeweils mit so einem Halter oder mit so einem Griff, damit man, ja, viele nehmen die Platten auch so, aber sie sind halt sehr eckig und man kann die hier so nehmen oder so und dann auf der Klinge entlang. Ja, ich schalte jetzt gerade mal oben, dann auf die Klinge und dann machen wir weiter. Bis gleich. Ja, also ich hoffe, die Klinge kann man so sehen. Ich werde dann auch mal noch näher rangehen. Und jetzt probieren wir mal. Nur kurz andere. So. Da die Platten ja schon so ein Eigengewicht haben, man braucht also wirklich nicht, wie beim Schleifpapier, fest draufdrücken. Das reicht. So, ich habe jetzt gleich mal den Stein 100, 200 ausgewechselt und habe jetzt hier 400, 600 und fangen wir erstmal mit 400 an. Ich schleife trocken und deswegen immer ab und zu die Platte staubfrei machen. So, und gleich gehen wir nochmal rum dann auf 600. So, ich habe jetzt hier die Platte, also den Halter jetzt quasi umgetauscht und bin jetzt auf 600. Jetzt gehen wir da mal drüber. So Leute, ich habe jetzt die Kamera ausgespannt. Wir sind jetzt bis 600 hochgegangen. Die reine Schleifzeit ohne Umbau und alles 4 Minuten, 4,5 Minuten. Gucken wir uns mal das an. So, gehen wir mal runter, gucken wir uns mal die Klinge an. Ne? Hinten am Ricasso. Ich habe jetzt auch nicht hier groß mir Mühe gegeben, hier und hinten. Das Ricasso ausschleifen geht nämlich mit dem auch, wenn man es ein bisschen kantig haben will. Ansonsten gibt es dafür auch diese CBN-Stäbe für das runde Ricasso. Aber ich finde, für das war ein Maschinenschliff, 60er Korn Maschinenschliff und dann innerhalb von, ja, 4 Minuten. Sieht ganz ordentlich aus, finde ich. So, wieder normale Brille auf. Ja, also ich bin begeistert. Der Effekt war genauso wie bei der großen Platte auch. Ich werde sie mir auf jeden Fall zulegen. Das erspart mir Zeit und auch jede Menge Schleifpapier, wenn ich da anfangen muss mit 120er oder was. Leicht sauber zu machen. Man kann trocken und nass schleifen mit, kein Thema. Zu bestellen sind die beim Hans Plack, Hans mit Doppel N, bei den Schleifjunkies hier in Facebook. Einfach anfragen oder als PN den Hans Plack, Hans, also H-A-N-N-S und Plack, P-L-A-G.
Ja, wie gesagt, ich bin begeistert. Ich lege es mir zu. Ob ihr es macht, eure Sache. Macht's gut. Ciao.